Was magst du an YouTube am meisten? Die Kommentare. Die sind nice. Da steht zwar manchmal Scheiße drin, aber die sind eigentlich ganz cool. Coole Funktion. Moin ihr Kassen und willkommen zu diesem kleinen spontanen Video. Heute gibt es mal etwas zu sagen im Mainz-Blogger-Stil. Ja, dann... Jetzt passt das doch schon eher. Und zwar ist etwas vorgefallen. YouTube hat sich mal wieder geupdatet und wie könnte es auch anders sein, kamen eher mehr schlechte Features dazu, beziehungsweise gute Features weg. Ja. Und zwar bemerkt man die Erneuerung eher, wenn man selbst Creator ist und ein Video hochladet. Dann sieht man hier auch gleich schon im YouTube Studio, gibt es auch viel mehr Felder zum Ankreuzen und sowas, das man machen muss, um ein Video hochzuladen. Wenn man jetzt aber hier runter scrollt, dann sieht man auch, hier gibt es auch ganz viele so Felder, die einfach grau sind. Und grau bedeutet bei YouTube, man kann an diesen Feldern nichts mehr verändern. Das heißt, das ist so eingestellt und das bleibt dann so. Und da kann man momentan nichts daran verändern und rütteln. Da wäre einmal dieser Haken hier. Im Abo-Feed veröffentlichen und Abonnenten benachrichtigen. Der ist grau. Das heißt, das bleibt an und man kann es nicht ausschalten. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was damit auf sich hat. Scrollen wir einfach mal weiter nach unten. Dann sieht man auch, dass hier bei diesem Feld mit den Kommentaren, das ist auch ausgegraut. Das ist normalerweise dieses Feld, in dem man einstellen kann, ob man Kommentare unter das Video schreiben kann, wie die überprüft werden und so weiter und so fort. Und komischerweise ist genau dieses Feld jetzt auch grau. Und jetzt geht der Spaß auch schon los. Ich kann meine Kommentare unter meinen Videos nicht mehr verwalten. Das heißt, ich kann sie nicht mehr aktivieren. Sie sind durchgängig deaktiviert, was bedeutet, ihr könnt mir keine Kommentare mehr unter meine Videos drunter schreiben. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen auf meinen Kanal, bis ich 18 bin. Und das liegt einzig und allein daran, dass ich minderjährig bin. Hier in der YouTube-Hilfe ist auch alles, was für Minderjährige ab sofort ab dem neuen Update alles nicht mehr möglich sein wird, aufgelistet. Da wären einmal die Kommentare, dann ein Live-Chat, also bei einer Premiere zum Beispiel, dass man da etwas in den Chat schreiben kann. Und auch bei einem ganz normalen Livestreaming. Das wird es in Zukunft auf YouTube nicht mehr geben für Minderjährige. Außerdem Videoempfehlung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass die Videos nicht mehr so anderen Leuten empfohlen werden, wie es normalerweise ist bei Leuten, die volljährig sind. Und Community-Beiträge. Das heißt, auf dem Kanal gibt es ja immer dieses Community-Feed und das kann man halt einfach nicht benutzen, wenn man minderjährig ist. Diese ganzen Funktionen sind ab sofort so weit deaktiviert, bis man 18 Jahre ist. Als ich das gehört habe, habe ich erstmal meine Witzkettschachtel fallen lassen und bin aus dem Menschen gesprungen oder irgendwas in der Art. Ja. Ihr müsst bedenken, diese ganzen Features, die eigentlich wichtig sind für einen Kanal und für das Interagieren von Community zu Creator und so weiter und so fort, die gibt es einfach nicht mehr bei allen YouTube-Nutzern, die Videos hochladen, wenn sie minderjährig sind. Das heißt, ich werde das alles jetzt erst in 4 Jahren wieder nutzen können. Außerdem sind Minderjährige halt auch in der Art ihrer Videos extrem eingeschränkt. So darf man zum Beispiel hier, wie es hier steht, keine ASMR-Videos mehr uploaden, wenn man noch nicht volljährig ist. Außerdem auch keine Challenges, keine Streiche oder Videos, bei denen man sich eventuell verletzen könnte. Und dann wären da noch Videos wie sowas, was natürlich auch relativ Sinn machen würde, nur halt bei wirklich jungen Kindern und nicht bei irgendeinem 16-Jährigen, der halt einfach Vlogs dreht. Ja moin! Diese Regelungen, die gelten halt, bis man 18 ist, ne? Deshalb... Ich drehe gerade durch vor meinem Greenscreen, ist echt so. Ich finde es halt schade, dass man hier mal wieder versucht, Minderjährige vor irgendwelchen Gefahren versucht zu schützen, was man aber auch anders machen könnte, als einfach die Funktion komplett deaktivieren. Und ich meine, diese Regelungen, die würden halt theoretisch auch Kanäle betreffen, die über 100.000 Abonnenten haben, die dann diese Funktion nicht mehr nutzen könnten oder halt einfach ihren gesamten Content umstellen müssen. Als Beispiel nehmen wir einfach mal Hey Moritz hier. Der hat vor 4 Jahren, als er ungefähr 14 war, Videos abgeloadet, die heutzutage garantiert gegen die Regeln verstoßen würden. Ich weiß es nicht, ob YouTube bei den großen YouTubern da auch so hart durchgreift wie bei den kleinen. Ich hoffe natürlich nicht,
weil dann wäre das schon ein starker Schuss in den Ofen oder ja, Hilfe. Aber es ist nun halt auch total schwierig, als kleiner YouTuber zu wachsen und Reichweite zu bekommen. Da ja auch die Videoempfehlung eingeschränkt ist, ist halt schlecht so ein wenig, vielleicht. Wer hätte es gedacht? Was sollen diese ganzen Regelungen? Warum sind die da? Was soll das denn bringen überhaupt? Man will das Cybermobbing reduzieren und Jugendliche vor nicht jugendfreien Sachen schützen. Viele von den genannten Einschränkungen sind meiner Meinung nach auch völlig legitim. Nur halt für Kinder und nicht für einen zum Beispiel 16-Jährigen. Sowieso darf man, soweit ich weiß, auch erst ab 16 eigenständig einen Kanal führen und gründen. Und ich meine, wenn man das macht, dann sollte man sich ja theoretisch schon den Gefahren bewusst sein und ja dann auch das Risiko von sich aus eingehen und auch mit Cybermobbing und so weiter und so fort. Sowieso darf man, glaube ich, erst ab 16 eigenständig einen Kanal gründen und eigenständig weiterführen. Und wenn man das macht, dann sollte man meiner Meinung nach schon wissen, auf was man sich da einlässt und auch mit Hate-Nachrichten etc. umgehen können. Sonst ist ein Kanal halt nicht das Richtige für einen. Vor dem Update wurden die Kommentare auch immer von YouTube wieder deaktiviert. Man konnte nur dann halt wieder das Video bearbeiten und die Kommentare wieder aktivieren. Somit hat man ja dann praktisch gezeigt, dass man das Risiko mit den Kommentaren eingehen möchte und von sich aus entschieden, dass man Kommentare unter seinen Videos haben möchten. Darf. Deutsch. Und wenn man einem 17-Jährigen zum Beispiel, der das wieder aktiviert, nicht vertrauen will, dann kann man das ja auch theoretisch die Eltern einfach verwalten lassen. Komischerweise ist Instagram und so weiter und so fort halt auch noch verfügbar für 13-Jährigen plus. Was ja eigentlich komisch ist, weil auf Instagram kann man ja genauso Kommentare unter die Bilder schreiben und hat dann ja genau das Risiko von Cybermobbing. Ich hoffe natürlich, das ändert sich nicht, weil dann wäre das wirklich der allergrößte Ranz oder so. Moin, ich bin's nochmal, der Kettfisch aus dem Off. Und zwar deaktiviert YouTube nämlich auch nur die Kommentare von den Videos, die man ab dem neuen Update hochlädt. Das heißt, von den alten Videos, die man vorher schon abgeloadet hat, sind die Kommentare halt einfach noch an. Keine Ahnung, was es dann damit auf sich hat. Das Problem ist halt, YouTube kann sich das erlauben, weil es gibt keine andere Plattform, die praktisch mit YouTube konkurriert. Allgemein finde ich es halt extrem schade, wenn irgendwelche Leute allein wegen ihrem Alter in irgendeine Schublade gesteckt werden. Das ist in Ordnung, insofern man sich halt eben ungefähr 8 Milliarden Schubladen denkt. Das stimmt halt nicht und darf es halt auch nicht sein. Darf ich heute noch bis 21 Uhr wach bleiben? Nein, du bist doch erst 17, dafür bist du noch zu klein. Wallah, bin noch mit meiner Gang in der Disse abhängen, könnte spät werden. Ja, geh nur, mein Junge. Mit 18 darf das doch wohl noch erlaubt sein. Du kannst schon auf dich aufpassen. Naja, das war auf jeden Fall meine Sicht der Dinge. Ich finde, diese Regeln sollten sich schleunigst wieder ändern. Schreibt auf jeden Fall mal auch eure Meinung in die Kommentare. Ja. Nein, lasst es. Tretet dafür meinem Discord-Server bei. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wenigstens das können wir ja noch unbeschränkt nutzen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Genau da unten in der Beschreibung sind auch noch weitere minderjährige YouTuber verlinkt, die sehr, sehr nice Videos machen. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Denen wird es jetzt leider genauso gut gehen, wie mir gut gehen. Also, ja. Ich habe jetzt leider auch etwas die Motivation verloren und werde eine kleine YouTube-Pause einlegen. Ich hoffe, die Lage bessert sich. Im Hintergrund werde ich natürlich auch an ganz, ganz großen, nicen, aufwendigen Projekten arbeiten, tralalala und so weiter und so fort. Und ich werde in der Zeit, denke ich, auch öfters live auf Twitch sein. Schaut da auf jeden Fall, wenn ihr wollt, gerne mal vorbei. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da darf ich ja mit 14 auch ohne Beschränkungen streamen. Ich spamme jetzt jedenfalls alles mit diesem Hashtag hier voll. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr bisher geschaut habt. Mein Skript fällt runter. Leute, die Ereignisse überschlagen sich gerade. Und zwar haben auch andere minderjährige YouTuber jetzt Videos gegen die neuen Updates von YouTube hochgeladen. So auch Noel hier. Sein Video ist auf jeden Fall unten in der YouTube-Beschreibung verlinkt. Es ist sehr, sehr krass geworden.
und schaut da vorbei und liked das Video und sowas. Ja. Und nein.